Bastler da draußen. Hier ist der Maris von Damifee, Kreatives aus Papier. Ihr habt lange nichts von mir gehört, aber ich bin endlich wieder da mit einer Bastelidee, denn ich bin gerade im Osterbastelrausch und dadurch, dass ich eben auch an zu Hause gerade gebunden bin, weil A, meine Arbeitsstätte gerade zu hat und B, ich auch total angeschlagen bin und selber letzte Woche mit Grippe niederlag und immer noch nicht so richtig fit auf dem Bein bin, sitze ich gerade immer wieder zwischen den Zeiten, wo ich schlafe, am Basteltisch. Und ich habe gedacht, die Idee, die ich gerade auf dem Tisch habe, die ich nämlich für meine Kollegen mache, also alle Kollegen, die jetzt zugucken, Spoiler-Alarm, möchte ich euch gerne zeigen, denn sie ist total schön. Und ich finde sie so schön, dass mein Mann und ich uns überlegt haben, dass wir diese Zeiten jetzt, also in den nächsten Wochen, um Ostern drumherum, für den Shop My Paperworks als Goodie Material einpacken, um genau diese Idee nachzubasteln. Ihr werdet dann eben auch auf dieses Video verlinkt. Alle Materialien findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und ja, dann legen wir mal los. Ich habe hier dieses Ei gearbeitet. Das ist eine Idee von Petra Rosenbaum von Stempel dich bunt. Sie hat diese Form, also diese Rauteneiform auch als Kreisform gezeigt. Es gibt die auch auf ganz vielen anderen Kanälen noch. Aber ich fand die total schön für Ostern. Die kann man eben so auch in den Ast hängen zu Ostern. Und ich habe hier, ihr könnt die öffnen, diese Form. Also man kann die auch einfach als Deko-Eier basteln, oben zukleben und einfach aufhängen. Ich habe die aber als Verpackung gemacht und habe die so berechnet, anhand der Anleitung von Petra, vielen Dank dafür, dass da genau ein Lindor-Ei reinpasst. Ich glaube, es gibt diese Eier auch von Möser-Roth, von der Aldi-Linie. Für so besondere Tage, wenn man dann auch nur eins bekommt, dann nehme ich aber immer Lind, weil, ja, ich weiß gar nicht, ob die von Aldi besser oder anders schmecken, aber da ist mir das schon wichtig. Und kriegt halt jeder auch nur eins und ich finde, da darf es dann auch mal gute Schokolade sein. Genau. Ich habe diese Verpackung eben genau darauf ausgerichtet, dass tatsächlich ein Ei davon hineinpasst. Ich mache das mal wieder zu. Und ja, möchte euch jetzt zeigen, wie das geht. Ich habe auch gedacht, irgendwie ist es bestimmt auch total nett, wenn man irgendwie zu Ostern eingeladen ist und man verschenkt so einen Strauß mit Zweigen und da hängen einfach diese Eier dran. So, ne? Vielleicht für eine Familie, mit der man zusammen Oster feiert, wenn denn dann bis dahin die Kontaktsperren aufgehoben sind. Genau. So. Ja, das ist meine Idee und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ich habe, damit man möglichst viel aus einem Farbkarton rausbekommt, das bietet sich eigentlich sogar ganz gut an. Ich habe hier mal so eine Skizze gemacht. Ihr müsst euch das jetzt größer denken. Aus einem A4-Karton schafft ihr nämlich vier von diesen Eiern. Und zwar habe ich den einmal in der Mitte geteilt bei 14,9 und dann habe ich nochmal 10 cm Abschnitte gemacht. Und den schmalen Streifen, der an der Seite übrig bleibt, den nehmen wir dann hinterher für dieses kleine Label. Da könnt ihr was drauf stempeln oder ich habe hier was drauf geschrieben. Also, ihr braucht ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt weiß genommen, weil ich das passend zu diesem Rautenpapier haben wollte. Könnt ihr aber jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Die falzt ihr auf der langen Seite bei 1,5 cm rechts. Und dreht einmal um und falzt auch bei 1,5 cm auf der anderen Seite. Dann einmal noch in der Mitte bei 5 cm. Und dann war es das auch schon auf der langen Seite. Jetzt falzen wir das Ganze, falzen wir quer und beginnen da bei 1,5. Dann bei 3,5. Bei 5. Bei 7, bei 8,5, bei 10,5, bei 12 und bei 14.
Und eigentlich sollte man das in der 12er, in der 15er Breite machen. Und wenn man aber 1 cm weniger nimmt, dann bekommt man aus einem Bogen 4 Stück. Und der Millimeter, den man jetzt hier zu wenig hat, der fehlt bei der Klebelasche überhaupt nicht. Deswegen ist das eigentlich egal. So, ich kann das Falz- und Schneidbrett auch schon wieder wegpacken. Das brauchen wir nicht mehr. Genau, ich habe jetzt hier das Stück fertig. Ich nehme jetzt meine Schere und schneide alles ab, was ich nicht brauche. Und zwar fange ich hier unten an, die unterste kleine Ecke kann weg. Und das hier sind Klebelaschen, die ich anschräge. Diese beiden und die obere nehmen wir auch weg. Also einmal und dann diese Ecke raus. Ich weiß gar nicht, vielleicht habt ihr Lust, mal in den Kommentaren was dazu zu schreiben, ob ihr auch euren Kollegen eine kleine Freude macht an Ostern oder so. Ich finde das irgendwie doch immer ganz nett. Ich hoffe, meine Kollegen finden das auch so. Ja, bei mir gibt es immer ein bisschen was an Nikolaus, Ostern und zu Weihnachten. Wobei, ich glaube Weihnachten nicht immer, aber doch, eigentlich da gibt es sogar was Größeres, Gebasteltes. So, jetzt schneiden wir alle Längsfalze bis zur ersten Querfalz ein. Ich habe die Verpackung jetzt halt schon auch quasi in Fließbandarbeit gemacht. Und wenn ihr mehrere davon macht, dann empfehle ich das auch, nicht jedes nacheinander zu basteln, sondern wirklich jeden Arbeitsschritt bei allen nacheinander zu machen und dann wieder von vorne anzufangen. Das macht es deutlich schneller in der Arbeit. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite, nur bis zur ersten Querfalz jede Falzlinie einschneiden. Und ich habe mir auch so ein paar Kniffe angeeignet, die zeige ich euch. Also ich arbeite genau so. Dann geht das auch wirklich ein bisschen schneller, denn das ist sonst echt viel Arbeit. Das werdet ihr gleich sehen, das ist nicht mal eben so weggebastelt. So. Und jetzt hat man immer ein kleines Kästchen, ein kleines Quadrat und ein Rechteck. Und wir falten alle Quadrate, also die kleineren Kästchen, die quadratisch sind, falten wir in die Mitte. Möglichst gerade, dass es gut anliegt. Das ist quasi dann auch schon vorgefalzt. Und dann kann man, wenn man eine lange Schere hat, habe ich auch, aber ich schneide das auch gerne mit der kleinen. Diese, die hier jetzt überstehen, die schneiden wir alle ab. Man kann die Eier auch zukleben. Wie gesagt, wenn das Deko-Eier sind, dann bietet sich das an oben. Aber ich finde es sonst auch ganz schön, wenn man die öffnen kann und da wirklich was reintun kann. Dann kann man die auch aufbewahren fürs nächste Jahr. Dann genau, kann man die wieder benutzen. So, das ist jetzt quasi die Grundlage. Die würde ich jetzt einmal durchfalzen. Ich nehme mal eben ein Falzbein. Und falze die einmal durch. Dann haben wir nämlich das meiste schon fertig für gleich. Muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass ich im Bild bleibe. Bitte entschuldigt, wenn ich nach unten wegflutsche. Muss mich nämlich ziemlich lang machen dafür. So, die beiden Klebelaschen. So, ihr könnt mit Flüssigkleber arbeiten und auch mit Klebeband arbeiten. Ich arbeite lieber mit Klebeband, weil es einfach schneller hält und man nicht so lange festhalten muss. Ich bin ein bisschen ungeduldig, aber ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt. Ich bereite das jetzt auch schon vor. Ich gebe auf die Klebelaschen Klebeband. Aber wie gesagt, normaler Flüssigkleber tut es auch. Jetzt im Moment kriegt man ja jetzt auch nicht alles so easy nachgekauft. Bei Bastelmaterialien geht es, glaube ich, noch, weil da man da eh viel bestellt, weil es in den Läden nicht so viel gibt. Aber ich finde, da kann man sich dann auch mal behelfen. So, und hier gebe ich auf 3
auf 3 Laschen Klebeband. Jetzt habe ich mich nur, glaube ich, vertan. Aber es ist letzten Endes auch egal, wie man das zusammenklebt. Ja. Juppe. Also 3 Stück brauchen Klebeband. Und bei denen auf der anderen Seite, die jetzt eben kein Klebeband haben, das macht man eben nur auf einer Seite mit den 3 Klebebändern, auf der anderen Seite mache ich Löcher rein. Wenn ihr die zukleben wollt und die nicht hängen wollt, sondern liegen, dann könnt ihr da auch einfach Klebeband drauf machen. Ich versuche mit meiner Zange, also ich nehme das kleinere Loch meiner Crocodile und versuche möglichst mittig ein Loch zu stanzen. Ihr könnt das auch pieksen mit einer Nadel. Ich finde das nicht ganz so passend. Ich finde es schöner, wenn es so ein sauberes Loch ist. Mit einem Locher wäre es mir jetzt zu groß, denn das Band, was ihr einfädelt, das muss halt auch halten und dann muss man so monströsen Knoten unten drunter machen. So groß ist die Verpackung ja nicht. Aber wenn man die größer macht, also auf der Seite von Petra findet ihr auch noch größere Eier, die manchmal wirklich so bis zu dieser Größe haben. Die sind natürlich, da kann man dann auch ein fettes Loch stanzen. So, dann haben wir das alles schon vorbereitet. Wir können jetzt auch schon, das können wir jetzt machen. Ich habe hier ein Stück Kordel, das ist so Baker's Twine, wobei das ist eher aus so Papier als aus Stoff. Da könnt ihr aber auch alles nehmen. Ihr könnt auch ein kleines Geschenkband nehmen, was auch immer ihr haben wollt. Ich habe das jetzt genommen, weil es farblich ein bisschen passt. Ich hätte gerne noch so ein kupferfarbenes Band gehabt, aber irgendwie hatte ich keins zu Hause. Dann machen wir so eine Öse mit einem Knoten unten. Das kann man hier auch noch mal ein bisschen abschneiden, damit es gleich nicht hier im Weg ist. Und dann fädel ich das mal hier ein. Macht ihr jetzt an einer beliebigen. Ich schaue eigentlich immer, deswegen habe ich auch unten mich jetzt gerade ein bisschen vertan, dass das, was gegenüber von der Klebelasche ist, also hier habt ihr die Klebelasche, dann ist das gegenüber, dass das letzte ist, was schließt, dann habt ihr nämlich vorne eine glatte Kante. Das wäre also das letzte. Dann würde ich jetzt hier als erstes die Lasche einfädeln. Das ist ein bisschen pedantisch, finde ich aber. Ja, ich finde, einem geschulten Bastlerauge fällt das schon auch auf. Aber macht euch da keinen Kopf. Es ist auch egal, wenn ihr das irgendwo anders rein... Die Mechanik funktioniert genauso. So, wenn das jetzt noch durchziehen würde, müsste man noch einen zweiten Knoten machen. Das hält jetzt aber schon ganz gut. Dann ist jetzt auch schon ein Großteil fertig. Jetzt kommt ein bisschen Gefrickel. Und dazu muss ich aber erstmal was vorbereiten. Da brauche ich nochmal mein Schneidebrett. Und zwar habe ich hier einen Streifen von dem Designerpapier, was ich in diese Ecken kleben möchte. Da brauche ich einen Streifen, der 3,2 cm breit ist. Denn das hier ist 3,5 cm und das soll ja nicht bündig kleben, sondern das braucht ein bisschen Spiel, also 3,2 reichen. Ich gucke jetzt nochmal eben nach. Der hat auch genau 3,2. Genau. Und jetzt ist es so, dass ich mir einen Bleistift nehme, wenn ich ihn denn dann auf meinem gruseligen Schreibtisch finde. Ich kann aber auch einfach irgendeinen anderen Stift nehmen. Ich schaue mal eben, was ich hier habe. Das gibt es ja jetzt nicht. Ah, hier, ein Graphitstift. So, und zwar mache ich mir eine Markierung bei 1,8. Diese Felder sind 2 cm breit und ich will die halt ein bisschen schmaler haben, das ausgeschnittene. So, und jetzt markiere ich alle 1,8 cm, mache ich mir hier eine Markierung hin auf der einen Seite. 1,8, 1,8. Es kommt jetzt nicht ganz auf einen Millimeter an, denn da kriegt man man kann die später noch kleiner schneiden, das ist unproblematisch. So, ich brauche davon auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Markierungen. Ich mache mal noch eine fünfte, weil dann schneiden wir noch ein bisschen weiter. Und hier ist es jetzt so, dass wir immer in der Mitte genau auf der anderen Seite markieren müssen. Und dazu lege ich das erste bei 0,9 an. Das ist ja die Hälfte von 1,8. Dann habe ich nämlich hier die Mitte von diesem Dreieck markiert. Und dann lege ich immer auch bei 1,8 an.
1,8, 1,8, 1,8. Und wir brauchen insgesamt 8 Stück davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht schon. So, und jetzt mache ich es mir ganz einfach. Ich könnte jetzt mit dem Papierschneider anlegen, schneiden, anlegen, schneiden. Das ist mir aber zu lästig. Es geht schneller mit einer Schere. Und da nehme ich jetzt auch eine Schere, eine lange Schneide hat, weil mit der kleinen würde ich jetzt hier nicht in einem durchschneiden können. Und so kann ich die direkt anlegen. Von einem Punkt zum nächsten. Das kann weg. Aber jetzt schneide ich mir quasi, ich hole mir mal ein kleines Schälchen, wo ich die reinschneiden kann, damit die nicht hier über den ganzen Tisch springen. Schneide ich mir die Ecken ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, der Rest kann weg. Und jetzt nehme ich mir genau die als Schablone und lege die mir hier auf diese größeren Felder. Also ihr habt ja immer ein schmales Feld, ein breites Feld, ein schmales Feld, ein breites Feld. Und wir brauchen jetzt noch die Falzlinien für diese Knicke, damit das hier nach innen geknickt wird. Da lege ich mir einfach dieses Stückchen auf und gehe mit dem Falzbein da längs. Das ist ja ein Ticken kleiner, aber dadurch, dass das Falzbein ja auch eine Kante hat, die mal vielleicht so einen Millimeter hat, macht das überhaupt nichts. Wenn ihr merkt, dass das Teil jetzt hier schon zu groß ist, dann könnt ihr das einfach ein Stückchen runterziehen unterhalb der Linie und dann legt ihr es perfekt an. Aber das ist bei mir, passt das jetzt genau. Das kriegt man nicht immer auf einen Millimeter genau hin. Das ist aber jetzt auch nicht ganz so wild. Man darf nicht allzu sehr öseln, aber das geht halt schon. Kriegt man so hin. Genau. Und jetzt fahren wir hier entlang. Und zwar, das habe ich nämlich bei dem Probestück ein paar Mal falsch gemacht, was sehr ärgerlich war, wenn man das nämlich schon zugeschnitten hat, mit der breiten Kante an der Mittellinie. Ich habe das nämlich so gemacht und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Da kriegt man das nämlich nicht gefalten. Ich mache das jetzt zum Glück richtig. Aber da musste ich echt ein paar Fehlversuche machen, um das auf die Reihe zu kriegen. Ich habe das Ganze ja jetzt hier in Weiß und Kupfer gemacht. Das ist jetzt einfach schick. So. Ich bin da ein bisschen traditionell. Ich finde, das hat eben auch was mit der Symbolik der Farben zu tun. Und die Eier für meine Kollegen sind rot und grün geworden, weil grün einfach die Hoffnung ist, die wir ja wirklich zum Osterfest da auch geschenkt bekommen durch die Geschichte, die dahinter steht. Und ich finde, gerade im Moment kann man die Hoffnung wirklich gebrauchen. Und das rote Ei einfach für dieses Leid, was dahinter steht. Es passt irgendwie sehr gerade auch in diese Zeit. Das war mir ein bisschen, war mir wichtig. Aber wie gesagt, das kann man auch einfach als Dekoteil benutzen. Das kann man ja halten, wie man will. So, und jetzt ziehe ich hier die letzten. Wenn ihr jetzt bestellt habt in den letzten Wochen bei My Paperworks, dann habt ihr, also was heißt in den letzten Wochen, also das kommt jetzt, ich habe die Päckchen für heute fertig gemacht, die nächsten Bestellungen haben so ein Bastelpäckchen mit in ihrer Bestellung, dann bekommt ihr das auch. Ansonsten hat man in der Regel als Bastler auch alles davon zu Hause. So, jetzt habe ich hier alle Ecken eingezeichnet. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Und die falze ich jetzt einmal durch, bevor ich klebe. Denn man kann das auch noch machen, wenn es geklebt ist, aber es ist ein bisschen frickeliger. Und zwar falze ich dazu all diese Ecken zu einer Talfalz. Damit, auch wenn wir die eigentlich verkehrt rum gefalzt haben, eigentlich müsste man es ja umgekehrt falzen, aber ihr könnt das auch von der Rückseite machen, das ist vom Prinzip her egal. Ich habe jetzt aber auch kein Problem bei dem normalen Farbkarton, bei dem Cardstock, dass das reißt. Also da hatte ich jetzt noch gar keine Probleme mit. Von daher
Fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, kann man es auch so rummachen. Ist ein bisschen frickelig, aber geht schon auch. So. Ich bin auch eigentlich nicht so die Ultra-Deko-Liese zu Ostern. Ich bin immer ganz froh, wenn dann nach der Fastenzeit endlich ein paar frische Blumen auf dem Tisch stehen und ein paar Eier dürfen da auch hängen, aber viel mehr brauche ich schon gar nicht. Aber die hier, da werde ich, glaube ich, doch ein paar machen und die bei uns an Zweig hängen. So, dann ist jetzt alles durchgefalzt und dann können wir anfangen zusammenzukleben. Ich klebe, also ihr könntet jetzt auch die Ecken schon einkleben. Können wir eigentlich auch schon machen. Ist aber vom Prinzip her eigentlich egal. Ihr könnt die auch später noch einkleben. Einfach ein bisschen Flüssigkleber auf die Ecken drauf. So. Ich flutsche wieder nach unten weg. Wirklich, entschuldigt das bitte. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Mit der Kamera. Also, ich klebe jetzt die Ecken da hinein. Wenn man das vorher klebt, dann lasst das auch einen Moment anziehen, damit das trocknen kann. Weil wenn man es dann nämlich knickt und zusammensetzen will, ist es ein bisschen blöd, wenn die Teile noch nicht ganz los, noch nicht ganz fest angezogen sind. Dann klebt es nicht so richtig. Ich lasse das jetzt gleich anziehen, bevor wir es zusammenkleben. Und mache in der Zeit schon mal den kleinen Anhänger. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Eigentlich wollte ich da gerne einen Osterspruch dran machen. Wir haben im Shop von Crealis eigentlich so ein Set mit kleinen Ostersprüchen, die dann eben auch auf so einen schmalen Streifen passen. Aber das ist gerade nicht, also das sind alle ausverkauft und das ist gerade nicht lieferbar. Und deswegen habe ich es jetzt von Hand geschrieben. Das könnt ihr aber ja machen, wie ihr wollt. Ich schneide jetzt hiervon ein Stückchen ab, weil der ist ein Ticken zu groß für diese Ecke. Damit das nicht übersteht gleich, habe ich jetzt ein schmales Streifen abgeschnitten. Wenn das nicht ganz passt, könnt ihr das so einfach beischneiden. So, ich lege das jetzt einfach mal hier zum Trocknen hin. Und in der Zwischenzeit nehmen wir uns diesen Schmalstreifen. Ich habe jetzt, weil ich Kupfer wollte, diesen Deco Brush Pen, Metallic Pen von Karin Markers benutzt. Den haben wir neu im Shop. Wir haben den Besitzer von Karin Markers auf der Creative World getroffen und ich hatte die vorher schon ein paar Mal gesehen und bin echt begeistert von denen. Aus dem Handlettering kennen die einige. Ich finde die wirklich richtig schön. Der ist jetzt fast ein Ticken zu dick, aber er passt einfach perfekt zu diesem Papier. Deswegen habe ich ihn jetzt benutzt. Wie gesagt, man kann auch einfach einen Stempelgruß machen, wie man das will. Das könnt ihr ja für euch entscheiden. Ich nehme jetzt hier Frohe Ostern. Der Streifen ist ein Zentimeter breit. Und ich lasse hier vorne ein bisschen Platz, dass ich da noch ein Loch reinmachen kann und schneide mir jetzt hier ein Fähnchen am Ende. Und wenn das getrocknet ist, was bei diesen Metallic-Markern gut geht, vielleicht seht ihr jetzt auch, dass die halt so einen Glitzerschein haben. Hier vorne ist es noch ein bisschen feucht beim F, aber das ist jetzt gleich auch vorbei. Genau, habe ich hier das Fähnchen geschnitten und ich schneide das immer noch ganz gerne. Ihr könnt das auch mit einem Eckenabrunder machen, das ist mir jetzt aber zu lästig für dieses kleine Stückchen. Ich schneide das immer noch ganz gerne rund. Natürlich jetzt Vorführeffekt voll schief. Ich gucke aber auch nicht von oben drauf, das ist ein bisschen komplizierter. Egal, das passt jetzt schon so. So mache ich mir hier auch noch ein Loch in meiner Crocodile rein, auch von dem kleinen Loch.
und ziehe mir das dann gleich durch den übers Falzbein, damit sich das so ein bisschen an, also damit es nicht so platt absteht, sondern sich so ein bisschen anschmiegt. Ah, da war ich ein bisschen zu früh, da hätte ich noch einen Moment warten müssen. Das ist jetzt ein bisschen geschmiert. Ich kann mal gucken. Ja, ich radiere es jetzt nicht weg. Ihr wisst aber, was ich meine. So. Genau, dann ist das auch fertig. Jetzt habe ich hier die, nehme ich das Teil. Jetzt müsste das auch getrocknet sein. Und dann ziehe ich hier mal den Kleber ab. Und versuche, das einigermaßen gerade aufeinander zu kleben. Dann als nächstes nehme ich mir die Klebestreifen unten ab. Und jetzt muss man ein bisschen gucken, das ist auch oben so, dass man das so zusammenschiebt, dass das auch vernünftig schließt. Und zwar drückt man dazu diese Ecken in die Mitte. Wenn man das ordentlich macht, wenn man das ordentlich vorgefalzt hat, entsteht nämlich automatisch so ein Quadrat. Und dann passt das nämlich mit den kleinen Ecken hier genau. Dazu klappe ich die ohne als erstes runter. Dann die nächste hier oben drauf, die klebt. Und wieder eine, die klebt oben drauf. Und die letzte. So, und damit schließt der Boden schon. Und ihr seht, wenn ihr jetzt noch mühsam draufhalten müsstet, das ist einfach lästig und nervig. Das spare ich mir. Jetzt versuche ich das hier oben auch noch zusammenzuschieben. Ich kann jetzt mein Ei reinlegen. Dann schiebe ich das hier oben zusammen und klappe zuerst das hier drauf. Dann die Seiten. Ziehe das durch die Seiten durch. Und dann das letzte Stückchen. So. Das ist jetzt quasi die Grundform. Damit ist man durch. Ich schiebe das noch ein bisschen mehr zusammen, damit das hier oben sich nicht so knubbelt. Das sieht man aber auch nicht mehr, wenn der Tag oben dran hängt. So. Und jetzt habe ich halt Blüten noch dran gemacht. Ich habe dafür eine alte Martha Stewart Pflanze benutzt. Diese hier, ich liebe die. Die haben wir aber nicht im Shop. Ihr könnt jegliche kleinen Blümchen nehmen, die ihr habt. Oder ihr könnt auch einen Schmetterling draufsetzen oder was auch immer machen. Ich mag die einfach total gern und habe die jetzt benutzt. Die falte ich mir ein bisschen und mache da unten noch ein bisschen Kleber drauf. Und normalerweise ist es so, wenn ich jetzt so eine Massenproduktion mache, wie bei diesen Eiern für meine Kollegin, dann stanze ich die aus und dann gebe ich in die Mitte, das seht ihr hier, so ein Nouveau Drop, der so eine kleine Perle bildet. Und das mache ich erst, dann lasse ich die trocknen und dann klebe ich die auf. Dadurch, dass ich aber jetzt hier nicht ewig warten will, dass das getrocknet ist, klebe ich die erst auf und mache dann den Nouveau Drop drauf. Upsala, jetzt habe ich euch angestupst, das wollte ich nicht. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. Und dann klebe ich die Blümchen auf. Mal ein bisschen an. Ihr könnt hier auch arrangieren, wie ihr wollt. Also das ist ja wirklich euch überlassen. Ihr könnt das, könnt ihr auch plain lassen, also undekoriert, wenn ihr sehr schönes Designerpapier habt, was zur Geltung kommen soll, dann ist das manchmal sogar schon zu viel. Ja, schaut einfach, wie es euch gefällt, was euch dann, was ihr mögt. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Und dann setze ich noch den. Das ist Ivory Seashell, das ist wie so ein bisschen Perlmuttfarben weiß.
Weißt du, grau-weiß setze ich halt in die Mitte noch einen Klecks für. Genau das sollte jetzt nicht passieren. Ja, upsala. Oh, jetzt geht's aber los hier. Da war nicht genug Kleber unter dem Blümchen. Jetzt klebt es nicht richtig. Und jetzt habe ich aber den Drop schon drauf. Aber gut, das kriege ich noch gerettet. Ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig mit der Schere da rein. Ein bisschen viel. Perl ist sehr groß. Aber gut, das ist ja auch nur die Idee, die ihr verstehen sollt an der Stelle. Genau, und dann habe ich das Ei fertig. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr mögt sie vielleicht nachbasteln. Ich danke Petra Rosenbaum nochmal für die Idee und das, was bei mir daraus geworden ist. Ich wünsche euch, wenn wir uns vor Ostern, wenn ich kein Video mehr machen soll, es gibt noch eine kleine Häkelreihe außerhalb der Bastelreihe auf meinem Kanal jetzt die nächsten Tage. Aber ja, wenn wir uns ansonsten nicht mehr sehen, wünsche ich euch frohe Ostern. Ich hoffe, ihr übersteht die Zeit mit Kontaktsperren und Corona und was da noch alles auf uns zukommt. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.